Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich Löwe, willkommen zu einem angezockt Video und alle Kids unter 18 können gleich wieder abschalten, denn wir spielen Doom Eternal und es wird bestimmt ab 18 sein. Benutzernamen wollte, was? Ich habe einen Account. Was wollen die denn? Ist mir doch Wumpe hier. Gewinne tolle Scheiße. Ist mir doch Wumpe. Ich will jetzt hier kein Konto erstellen. Lass mich los. Nein, ich will das Spiel nicht beenden. Man muss ein verficktes Konto erstellen? Fuck. You. Wollt ihr loslegen? Man muss hier ein verficktes Konto erstellen. Scheiße, da können die Kids das noch zusehen, wie ich ein Konto erstelle. Verdammt. Ich komme hier echt nicht weg. Ihr kennt ja irgendwie meinen Namen. Habe ich bei denen einen Account? Ich mache erstmal kurz einen Break und reg mich gleich nochmal in Ruhe auf. Ich gucke mal, ob ich da einen Account habe. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. So ein Scheiß. Sowas kotzt mich immer voll an. Dass man sich immer irgendwo gleich mal registrieren muss. Da habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Ich habe 60 Tacken fürs Spiel ausgegeben. Ich will es anschmeißen. Ich will Gewalt. Ich will Doom. Ich will Musik. Und ich will loslegen. Und noch nicht mich verfickt nochmal irgendwo registrieren. Mann, da geht dir gleich das Tor zur Hölle auf. Echt, das regt mich auf. Da habe ich keinen Bock drauf. So, ich habe auch keinen Bock, irgendeinen Scheißclub beizutreten. Das kotzt mich schon mal an. Ich will das Spiel spielen. So, gib Gas hier, Junge. Mir ist scheißegal, welchen Speicherplatz du nimmst. Mann, oh Mann. Albtraum, ich bin grottenschlecht. Naja, los, gib's mir. Lass mich noch irgendwo registrieren, meine private Hölle. Geben Sie unsere E-Mail-Adresse. Wir wollen deine Daten. Mir doch scheißegal, ob ich da einen Camouflage-Tarn kriege. Ich sehe meine Figur ja wahrscheinlich nicht. Boah. Entschuldigung, aber sowas regt mich auf. Gegen alles Böse, das die Hölle ruft. Jeden Frevel, den die Menschheit hervorbringt. Gegen all dies entsenden wir nur dich. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Registrieren Sie sich zuerst. Lasst uns beten, Brüder. Bete, dass er zusieht. Bitte, bitte, falls das jemand da draußen hört. Wir haben unsere eigene Basis. Versuche, das Signal des Höllenpriesters zu erfassen. Die Invasoren haben fast 60% unseres Planeten verzehrt. Ah, Schrot. Das Signal des Höllenpriesters ist erfasst. Das Ziel ist markiert, aber nur für eine kurze Zeit. Denn er ist es, den sie fürchten. Nicht die Menschen oder seine Armeen. Sie fürchten das Zeichen der Bestie. Bitte, 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 bit
So muss das anfangen. Sorry, das war doch ein bisschen lauter als gedacht. Ich hätte es doch mal vorher mal testen sollen. Wir machen mal Musik. Ah, Musik ist eigentlich sehr wichtig bei dem Spiel, finde ich. Wir machen trotzdem Gesamtlautstärke mal ein bisschen weniger, weil es hat mir gerade wehgetan in den Ohren. Bei mir ist es aber okay, aber ich brauche das, bis ich taub bin. Aber das möchte ich euch nicht antun. Grafik. Hoch. Ja, ich brauche einen neuen Rechner. Scheiß Rechner. Gut. So. Hey! Ich wollte eigentlich die Schrot nicht verschwenden dafür. Kann ich nicht treten? Verdammte Axt, warte mal, ich muss jetzt mal gucken hier. Vielen Dank. Konnte ich nicht schlagen? So. Glory Kills. Ach, Evas, genau. Ach. Jetzt habe ich ihn leider schon, ja. Halt, stopp! Ich brauche mehr Fleisch. Blut für den Blutgott! Die hängen ab. Oh, eine Kettensäge, Kettensäge, Kettensäge. So, die Musik ist immer noch recht laut. Drücke C, um sofort einen Dämon mit der Kettensäge zu töten und deine Munition wieder aufzuladen. Ach ja, es ändert sich ja quasi, durch verschiedene Kills kriegst du verschiedene, ja, entweder Munition, Leben oder Rüstung oder sonst irgendwas. Nochmal ganz kurz, nachdem ich mich ein bisschen abreagiert habe gerade. Wie gesagt, diese Anmelderei, so wie das Spiel gerade angefangen hat, super. Ich glaube auch, die das gemacht haben, das ist immer so Marketing-Sache, ne? Man will ja die Leute binden. Es gibt auch Multiplayer, darum auch diese Camouflage-Käse-Kacke, aber die interessiert mich einfach nicht. Ich kaufe Doom Story, durchballern, metzeln und als Singleplayer und dann bin ich glücklich. Naja. Gut ist aber dabei für die Leute, die natürlich Bock drauf haben, mit Freunden sich da gegenseitig abzumetzeln. Macht bestimmt auch Laune. Ich habe aber keine Freunde. Darum spiele ich sowas. So, jetzt habe ich eine Kettensäge. Kettensäge, Kettensäge. Yeah! Heidi ho, auf die Beine! Nächste selbe Animation, ist das scheiße. Erstmal seitlich. Na gut. Oh, das ist bestimmt explosiv. Und ich wollte den Ton noch ein bisschen runterschrauben. Vielleicht die Gesamtlautstärke ein bisschen weniger und die Effekte vielleicht ein bisschen weniger. Und Sprache ein bisschen weniger. Nur ein bisschen. Wir tasten uns ran. High five! High five, habe ich gesagt. Oh, da kommt gleich was durch. Schlagobjekte. Drücke Leertaste, um in die Luft zu springen. Na gut. Ich sehe doch, dass hier eigentlich sowas ist. Ah. Geheimnis gefunden, Geheimnis gefunden. Ah, Schild und dann. Warte mal, irgendwie geht das so bestimmt hier. Muss auch erstmal wieder reinfinden. Komm ich da hoch, verdammte Kacke. Ey, das gibt's doch nicht.
Muss ich das noch lernen oder ist ein Doppelsprung? Achso, ich habe Schildschirm voll. Oder kann man hier klettern? Ich weiß davon nichts. Ja, irgendwie haben wir das hingekriegt. Oh, bist du hässlich. Spielzeug gefunden, Zombie. Das war im vorigen Teil auch schon. Das hat mich ganz schön motiviert, alles abzulaufen. Ja, nee, scheiße. Hier waren wir ja schon. Ja. Ja. Hier war der Geheimgang und, das war scheiße. Okay, ist explosiv. Ich hole mir noch mal ganz kurz ein bisschen Schild. Oh, der andere können wir auch noch nehmen. Scheiße. Warum muss ich auch recht haben, verdammte Axt? So. Ja, das kann ich gebrauchen. Ein Helmchen. Achso, das ist die Rüstung. Blau ist Heilung. Okay. Mal anklopfen. Hast du was Schönes für mich da? Hm. Mit der Waffenmod, bla bla bla. Über den, da kannst du den Mod verfügbare Waffen auswählen, bla bla bla. So, was haben wir denn? Haftbomben. Will ich damit? Eine vollautomatische Schrotflinte oder was ist das? Oder ist das. Nee, ist das eine Waffenmod? Ah, ich weiß nicht. So Haftbomben vielleicht auch cool auf Distanz zu bleiben. Aber das ist natürlich viel Spaß. Weil es gibt bestimmt Gegner, die man lieber auf Distanz hält. Ich bin mir nicht so einig. Ich nehme die Waffenmod hier. Die Haftbomben. Ich hoffe, es bereue es nicht. Um eine Waffenmod zu benutzen, drückst du... Ja. Drückst du oder hältst du die zweite Maustaste oder rechte Maus zum... Also drücken und dann auf die linke Maustaste zum Schießen. Liest hier alle Mod-Beschreibungen durch. Ja, ja, machen wir. Nicht. Oh nee, ist eigentlich Verschwendung. Kann ich hier den Schädel einschlagen? Scheiße. Man muss erst mal testen. Ich will ja alle Kill-Moves sehen. Klopf, klopf. Codex-Eintrag. Oh. Was sind das für Viecher? Ein Treffer mit der Shotgun aus nächster Nähe bringt Munition. Das Plasma-Gewehr bringt irgendwas anderes. Schilde, kann Schilde Energie überladen? Der Blutschlag kann den Energieschild sofort zerstören. Achso, den Energieschild. Okay, gucken wir mal. Demonski. Oh! Den haben wir ja ein Stückchen zerschossen. Geh mal weg hier. Gut, das macht schon mal Laune. Bin noch am Testen.
Ups, bin ich Munition? Warte mal, irgendwo gab's Munition. Am Anfang oder so? Das macht gerade übelst Laune, aber mir fehlt noch so ein bisschen die Metal-Musik irgendwie. Haben die jetzt an Metal-Musik gespart? Ich glaube, im letzten Teil war das irgendwie vermehrt. Ah, Munition. So, Speicherpunkt. Ah, wir mussten alles killen. Achso, weil ich noch genug Kettensäge habe. Darum können wir den Benzin nicht nehmen. So, wir müssen auch mehr mit der Gegend interagieren, finde ich. Die ganzen Explosivsachen habe ich fallen gelassen. Oh, hier, das. Sowas macht auch mal Laune. Da waren wir noch nicht. Hier kommen wir auch nur höher, ne? Ich gucke nur mal ganz kurz, ob wir irgendwas übersehen haben. Bestimmt. Ist das eine Kiste? Nein, scheiße. Okay. Was will der? Was sind das für Viecher? Binnenschiffe der Hölle. Auf mächtigen Titanen reitend beaufsichtigen die Höllenpriester die Invasion der Welt der Sterblichen. Die versklavten Titanen der Unterwelt trugen die Priestertempel mitten ins Schlachtgeschehen und ermöglichen ihnen das Überwachen des Höllenvormarsch. Okay, ich glaube, es lese viel. Komm, wir wollen Action. Du. Meine Seele bleibt beschützt. Unmöglich. Ui. Errichtet er noch die Krone. Ah, schön. Aber wir sind auch so eine Priestergeschichte wahrscheinlich, ne? Den Priester haben wir gerade erledigt, aber ich glaube, das große Ding müssen wir gleich erledigen. Kann das sein? Wir drehen es mal um. Ja. Der erste Höllenpriester wurde vernichtet. Die dämonische Verzehrung der Erde wurde um 36,8% reduziert. Ja, haben wir richtig. Haben wir richtig was geleistet hier. Jetzt müssen wir diesen Riesenvieh hier irgendwie zerpimmeln. Ich brauche eine Waffenmod. Was hast du denn im Angebot? Ach, kann ich jetzt upgraden oder die nächste nehmen? Die geht nicht. Oder habe ich eine zweite Waffe? Hm? Ich habe da jetzt einen Waffenmod-Bot und ich habe keine zweite Waffe. Willst du mich veräppeln? Warte mal, das ist aber irgendwie doof. Genau, erstmal ein bisschen Schild nehmen. Ich will die Waffenmod haben, die gab's. Die waren nicht immer, ich habe eine Waffe vergessen, oder was? Willst du mich verarschen? Alter, ich zerhau dich, gib mir eine Waffenmod. Kann ich auch nicht updaten, das ist es. Ah, ich bin einfach doof, das ist das Problem. Gut, dann haben wir die andere Waffenmod auch, super. So, mit F Waffenmod wechseln. Ach, das ist ja bescheiden. Muss ich mir merken. Okay, wechsel Waffenmods im Kampf, um dich auf jeweilige Situation einzustellen. Okay, ja, wir haben nur 13 Schuss, was soll ich denn nämlich einstellen? Das ist natürlich ein Witz. Warum nehme ich lieber erstmal die? So, haben wir hier noch irgendein Geheimversteck? Irgendwas? Hier im Fahrstuhlklo? Was ist denn jetzt los? Die Zielmarkierung zeigt dir die aktuelle Ziele an. Ja, ist schon klar. Du siehst sie über einen Kompass. Welchen Kompass? Auf der Automap. Welche Automap? Drücke Alt. Okay. Ja, ich will doch nur gucken, ob hier vielleicht irgendeine Tür ist, die auf...
geht, verdammte Axt. Ah, ich sehe da schon jemanden, den ich nicht mag. Diese Arschkrampen. Oh! Du kommst hoch? Das finde ich cool. Ja, komm her! Oh, er hat es ja gar nicht zerfleht. Konnte man nicht treten, verdammt? Nee, Waffenmod. Wie kann man jetzt so schön... Könnte man so schön runtertreten oder das einfach wegtreten? Hey! Gluck, gluck! Ja, kommt! 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 Ja, fein! Munition, ganz wichtig. Wir müssen runter, einmal mit der Ruhe. Oh, Riesenkampfroboter. Das muss man natürlich steuern. Das ist mal so ein Riesenkampfroboter, wenn ich auch spielen. So. Das kann man auch immer gebrauchen. Ich habe keine Lust, da runter zu fallen. Am liebsten auf den Gegner fallen. Das macht am meisten Spaß. Hier, auf den da. Heidi ho, Schweinebacke! Scheiße, daneben. Wow! Braucht Gesundheit! Wo bist du? Wo bist du? Du kleiner Scheißer, du! So, 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 so. Oh, da ist heiß. Na komm. Kann man nicht mehr so einfach... Jetzt so die Eisenstangen. Das wäre so richtig geil, wenn man den so reintreten könnte. Schade. Gut, alles eliminiert. Kommen wir da hoch? Sieht so aus, als ob man da hoch könnte. Ja, ich weiß, wir müssen nach rechts. Ich glaube auch, dass wir da lang können. Ah. Das war auch so meine... Scheiß Jump'n'Run. Ich bin da voll schlecht drin. Oh, was war das denn? Einige Dämonen weisen Schwachpunkte auf, die bei dem Treffer zusätzlichen Schaden nehmen oder gar deren Fähigkeiten deaktivieren. Bei Schaden blitzen sie rot auf. Ah, okay. Dann wissen wir, okay, wenn es blinkt, ist ein Schwachpunkt. Das Scheißvieh ist schwerer aus der Ferne zu spezialisieren. Der Motor ist geschützt. Egal, komm. Nur 16 Schuss ist aber natürlich nicht viel, ne? Ah, jetzt geht's. Oh, da war's schon. Brauch mal was, danke. Geh mal aus dem Weg, du. Stück für Stück. Mist. Nein! Die zerpimmeln mich! Uhuhuhu. Krieg jetzt aber leider das nicht kaputt, ja? Scheiße, Waffenmod wechseln. Nein, falsches Ziel!
Wuhu! Verdammt, ich habe den ganzen Scheiß nicht eingesammelt. Mann, bin ich schlecht. Wenig Munition. Geh mal weg hier. Ups. Upsala. Hätte man die Haftgeschichte nehmen sollen. Ah, der ist so wendig, diese kleine Drecksau. Ja, was ist los? Ich bin doch gar nicht fertig. Heilung ist jetzt wieder voll und ganz. Munition aber nicht. Das heißt, die Nahkampfattacke, die muss noch ein bisschen stärker werden für die Standardviecher. Finde ich zumindest. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank, Alter. Das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen. Komme ich da hoch? Neue Waffe, neues Glück? Hm, okay, auf Q. Schwere Kanone. Sieht nach Spaß aus. Frag ich mich nur, ist das Plasma, Laser oder irgendwie Munitionsgeschoss? Ah, unten rechts eine Munitionskugel angezeigt. Eine Mod aktiviert. Was ist das? Das ist eine Karte. Hm. Wie, Schrot habe ich genug? Man kann nie genug Schrot haben. 16 ist das Maximum. Das ist natürlich nicht viel. So, sind einmal hier außen rum, okay. Oh, sieht gut aus. Okay, haben wir. Ich bin jetzt mal ein bisschen sparsam. Das ist eigentlich nicht so Doom-Style, aber was soll's. Oh shit. Ich brauch die gute Schrot. Scheiße. Wo ist die Kettensäge, wenn ich mal sie mal brauche? Hm? Könnt ihr mal helfen? Ich brauche Gesundheit. Erblicket die Früchte unserer Arbeit. Danke. Scheiße. Sie
Erleben Sie die Schönheit der Welt, die wir geschaffen haben. Das ist ein Fragezeichen. Von oben, wir müssen irgendwie hoch. Alter! Nein, du kleine Sackrichte! Ah! Oh. Komm ich da hoch? Ich verstehe. Ja, noch so ein hässliches Vieh gefunden. Ich könnte jetzt aber ein bisschen Munition haben. Da hinten ist noch, das müssen wir natürlich mitsammeln. Man kommt so ein bisschen aus dem Killfloor raus, finde ich. Von da kam war. Ich weiß nicht, ob es da oben weitergeht. Warte mal. Nimm dir das Panzerung weg, du Arsch. Aber wir müssen nach unten, dann gehen wir nach oben. Mit den unterschiedlichen Kill-Sachen passt noch nicht so. Ah, geht doch. Na? Restliche menschliche Bevölkerung, Teil 2. Level up? Okay. Noch ein Geheimnis gefunden. Hier werden wir noch ganz easy peasy. Ja. Muss man mal wissen. Gut, Schrotmunition haben wir noch hinter uns. Hier ist ganz viel Munition, das heißt, hier kommt gleich einer. Schätze ich mal. Ich pack den mal mehr in die Mitte. Den auch. Taktische Kriegsführung. Nee, ein bisschen mehr weiter, komm runter. Komm her, komm her, komm her. Da so hin. Genau. Ja, hier an Munition liegt. Dieser Kampfbot, wir nähern uns. Sicherheitsstufe gelb. Die habe ich nicht. Kriege ich die noch? Ja, der ist ja so einsam. Ich brauche keine Heilung mehr. Das ist eine reine Munitionsverschwendung. Der Slayer kann sich durch Drücken von E und vierte Maustaste. Ich habe keine vierte Maustaste, aber gut, haben wir mal auch geklärt. Ich habe nur zwei, mein mittlerer habe ich noch. Geht schnell laufen? Nee.
Die laufen generell schnell. E und zack. Auch das muss sich der Heinrich merken. Ah, schwebt. Eine Diskette. Oh, gelbe Schlüsselkarte. Halt, stopp. Jetzt haben wir da jede Menge Spaß. Wollte ich da runterschlagen? Das war's alles? Ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet. Ne, zwei Schuss lasse ich ja nochmal liegen und Heilung auch. Aber ich glaube, wir kommen wirklich nicht mehr an, ne? Was ist das denn? Automatische Beschuss-Scheiße? Oh. Ah, die Schrot ist schon geil. Da müssen wir jetzt leider ein bisschen sparen. Auf den Kopf gehauen. Automatische Kanonen. Die Säuberung der Erde ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg. Sieht aus wie die blaue Tussi aus Mass Effect. Name ist mir entfallen. Haare sind ein bisschen anders, aber das Gesicht könnte eindeutig davon stammen. Schade, Abkürzung geht nicht. Wir können kein Glas hauen, das ist ein Witz, oder? Dann müssen wir durchmarschieren. Hey! Scheiße, Schrot. Kettensäge. Nein! Falscher Typ! Fuck, 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 fuck. Genau dich will ich, du hässliche Bratze. Na, komm her! Aber die kommen von hinten, ne? Alter! Ich hab keinen Treibstoff! Ich hab keine Munition! Ah, ich muss in die Ecke, ich hab Angst, Mama, Mama, Mama! Oh, wir sind gleich hin. Scheiße! Das war gefährlich. Wie die Tentakeln oder so. Arschlöcher, ey. Jetzt haben wir ein bisschen Schuss, aber... Mit seiner Kanone abschießen habe ich noch nicht so richtig hingekriegt. Vielleicht klappt das später mit der richtigen Mod besser. Der richtigen Waffenmod. Jetzt haben wir leider ein Leben verloren. Das fand ich natürlich auch bescheiden. Oder finde ich bescheiden. So. Mikroraketen. Was haben wir hier? Ah, das will ich haben. Gerade drüber gesprochen und genau das richtige Werkzeug bekommen. Okay. Oh. Ist das jetzt so eine Schulterwaffe? Yummy. Munition. Ich hab schon wieder nicht geguckt wegen Geheimgänge und so. Ich hab schon wieder zwei, drei Sachen übersehen. Naja. Ärgerlich, aber so ist es halt. Was ist das? Erste Geo, dritte Mauer. Ach, Granaten. Huge.
kann man gebrauchen. Ob man das dann später auch, ich dachte so an den Predator, weißt du? Dass er vielleicht mal Schießen nur unterstützt mit so Laser-Impulswaffen oder so. Geil, ist ja geil. Aber Granaten sind auch geil. Ja, mit Gas wie das. Schieße eine Haftmine oder Granate ins Maul. Ach, den macht man nur genommen. Ich dachte, der zerfetzt dann so von drin. Ja gut, aber damit kann man ihn sofort außer Gefecht setzen. Der wird aber bestimmt gleich kommen. Oh nein! Nein, 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 nein! Ups. Gut, dass ich kein extra Leben hatte. Wohin muss ich denn? Hä? Warte mal. Wollen mich verarschen? Ich habe nämlich nur eine Stange. Wo muss ich denn hin? Nein, nein. Okay. Scheiße. Ich soll wirklich da hinkommen? Gott, wie soll ich denn das schaffen, ey? Glück im Unglück. Da ist er. Okay. Da wollte ich gerade hin. Ich wollte sagen, mach ein bisschen Kruppzeug weg. Oh, ey, du bist der Falsche, den wollte ich gar nicht töten. Genau den wollte ich haben. Jetzt ist genau das Falsche. Yes! Wo bin ich denn hingeflogen? Ey, was erwischt mich denn da immer? Fuck you! Immer in Bewegung bleiben. Scheiße. Ah, genau wegen so einem Wichser. Scheiße. Aber gut, dass man nochmal diesen Tipp kriegt. Ja, aber leider passiert das bei mir nicht mit einem Schuss. Ah, die Haftmine vielleicht. Ah, oh, das könnte klappen. So, und die Granate könnte man auch mal benutzen. Und ja. Tüdelü, Motherfucker. Scheiße. Wieha! Jetzt aber. Mist. Alter! Ich habe gerade den Typen schon gesehen. Gib mir dein Auge, ich brauche es, danke. Ah,
nicht so viel Schrot verballern, verdammt. Sag ich und mach weiter. Mist. So, kommen ja immer wieder die Viecher. Ist er da? Ist er da? Er ist da. Und ich muss weg. So. Andere Waffe nehmen. Hab ich. Treffer! Kanalratte! Ich bin weg. So. Kommt er nicht gleich wieder hier irgendwo? Ja, genau in die falsche Richtung. Wo ist er? Ah, wir haben schon zu wenig Energie und zu wenig Munition und zu wenig alles. Nein, ich bin da stehen geblieben. Oh, Munition, danke. Geh doch mal kacken, du Scheißvieh. Ah, nein, ich brauch Leben. Ich brauch Leben, gib mir Leben. Und gib mir die Schrot, verdammt. Er muss doch treffen. Ey, jetzt hör doch mal auf, hier zu nerven, Kleiner. Schön Arsch getreten. So. Ich hab ihn noch gekillt. Ich hab's nicht Oh nein. Es kommt der nächste. Halt mal kurz. Wo geht's denn hier lang? Yes. Ja, ein bisschen geizig, oder was? Jetzt sind wir wohl echt mehr abdrücken können. Ach, da wäre so... was für die Kettensäge gewesen. Boah. Noch irgendwo Munition? Wie fies, ey. Einfach mal den Kopf abgezogen. Ah, da unten ist noch was. Jo. Also es macht schon Sinn, diese Schwachpunkte wegzuballern. Ich glaube, beim anderen Doom-Teil hast du einfach wild geballert. Oder ich habe einfach wild geballert und sind einfach umgekippt. Und wir haben den Granatwerfer noch gar nicht getestet. Ich habe schon vergessen, auf welche Taste ich denn habe. Okay, da ist noch Munition. Ich bin viel zu sparsam, was Munition angeht. Ich würde euch gerne mehr Munition mitnehmen, gerade für die Schrotflinte. Die UAC dankt Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung während dieser Übergangsphase. Ihr Leiden inspiriert uns. Aber dass wir hier nicht durch Glas durchhauen können, das finde ich ein bisschen schade. Naja. Okay, falsche Waffe. Ja, warte mal, arbeiten wir dran. Da liegen noch große Stücke rum. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ bisher aufstößt, ist dieses scheiß Rumgespringe und so, aber... und dass ich nicht auf E gedrückt habe, verdammt. Oder geht's da nicht lang? Erstmal nehmen wir noch die 6 Schuss hier mit. Ach, halt die Fresse.
Wir heißen Sie in Ihrem Namen. Oder geht's hier noch irgendwo lang? Ich hab's noch nicht gesehen. Doch. So. Und dann. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Jetzt sag nicht, ich muss ja Assassin's Creed-mäßig noch woanders hinspringen. Da kriege ich ja einen Abraster. Scheiße. Wollen wir die Panzerung? Ja, die wollen wir. So, und weil das so toll war, kommen wir wahrscheinlich nicht nochmal dahin zurück. Ne? Oh doch, das geht. So. Nein! Nein! Kein Kommentar. Scheiße, ey. Oh, Grotte. So, üben wir das nochmal. Hochklettern. Springen. Halten. Hochklettern. So. Und jetzt nochmal da einfach rin. Upp. Upp. Was? Einmal mit durchs Visier schießen, 6 Schuss? Das macht ja keinen Spaß. Wo ist er denn? Halt doch mal. Ja, bleib doch mal hier. Oh! Wollte schon fragen, was für ein Scheiß kommt denn da raus? Ich wollte erstmal reingucken. Zu wenig Munition. Ich hätte wohl nicht sofort drauf schießen sollen. Nein, fuck you. Ah, oh, hier ist. Scheiße. So sehen wir die ganzen Geheimsachen. Und ich habe hier schon, glaube ich, wieder was liegen lassen. Da oben leuchtet es. Wir müssen irgendwie. Oh, ist die Map kacke. Warte mal ganz kurz. Ah. Okay, so geht's besser. Nee, von da sind wir gekommen. Wir müssen einmal hier hoch und dann geht's da weiter wahrscheinlich. Wie war's? Schmeiß ich den. Ach, da. Hallo. Hallo? Da kommt nichts. Ja, wenn da nichts kommt, ist gut, ne? Ah, Schrotmunition. Die kann man immer gebrauchen. Okay, Schrot ist da eindeutig effektiver. Dass man das nicht so wegschubsen. Mammut auf! Scheiße. Ja, Mammut auf, um mich zu fressen, ey. Ah, falsche Waffe, falsche Waffe, falsche Waffe. Ach, geh doch mal aus dem Weg da, du kleiner Wicht. Dieses Plopp das Auge mit dem Messer rausgeholt. Plopp. Ach, schön. Das ist schön. Das ist, sowas amüsiert mich. Entschuldigung. So, da geht's runter. Da soll man nicht hin, wahrscheinlich. So, Assassin's Creed hier bei Doom kommt an. So. Woo! Einmal hier die Fresse wegpacken. Sorry, Bob. Ah, dieses Arschloch schon wieder.
Jetzt kommen da gleich zwei, weil eins ist natürlich zu einfach. So. Oh, jetzt gehen mir die kleinen Pisser auf den Sack hier. Scheiße. Ach, die sehen nicht, das sind Schaufensterpuppen. Wollte schon sagen, wollten wir Mondschau machen? Ah. Ich brauche jetzt die andere Knifte. Sag mal A. Genau, danke. Ich glaube, ich habe ein scheiß Mausrad. Ah, gut, es geht auch darüber. Oh, nee, jetzt kommt der auch noch. Oh, geht mir doch alle mal am Arsch. Oh, Energie, danke. Ja. Gut, das war ein Treffer. Das war gut. Das war daneben. Das war schlecht. Und das war tot. Ja. Ich glaube, ich habe lange genug gespielt. Ich wollte nur ein Angezockt-Video machen von Doom Eternal. Und ja. Wegen dem Anfang muss ich ein bisschen wegschneiden, glaube ich. Ja. Ansonsten, mir hat es Spaß gemacht. Ich werde es weiter spielen. Ich bin mal gespannt, wie lange die Kampagne geht, aber ich denke mal, irgendwas zwischen 10 bis 15 Stunden wird man da Singleplayer-mäßig wie immer Spaß dran haben ans Gemetzel. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ja, und lasst doch mal gerne ein Like da. Und für die, die mich noch nicht kennen, lasst mal ein Abo da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.